Willkommen, Freunde. Wir stehen direkt vor dem zweiten Splitter und schauen mal, was wir jetzt hier erledigen müssen. Die letzte Aufgabe war, ja, nicht gerade knifflig, aber sehr langatmig. The second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Müssen wir uns jetzt mit dem toten Gott anlegen, oder wie? Ja, rechts ist eine Maske. Also dadurch sehen wir nochmal. Doch, ja, links geht die Brücke weiter, wenn wir durch die Maske sehen. Ja, brauchen wir vielleicht später. Okay. Dann müssen wir da vielleicht mit der Maske drauf schauen. Masken können wir also durch die Welten springen. Sehr cool. Na, von der anderen Seite wieder. Und eine Geschichte. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hel and ask Hela to let Baldur return home. All the gods are weeping, he says. Are they? Asks Hela. We shall see if he is truly missed. If everything in the world will weep for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur, weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. Baldur was never my friend, she says. Let hell keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Gut, ich hoffe, dass wir in der Dunkelheit nicht auch irgendwo so ein Ding hatten. Ah, okay. Ich hätte mir jetzt gut vorstellen können, dass wir zurück müssen, durch die Maske schauen. Ja, da ist eine Kette, kriegen wir also auch nicht auf. Aber eventuell sind diese Tore in der anderen Welt offen. Aber was das irgendwie mit der Geschichte zu tun hat, dass Odin seinen ersten Sohn verloren hat, verstehe ich nicht ganz. Aber gut, vielleicht wird das noch offenbart werden.
Die vorherige Geschichte war klar. Er hat ein Auge verloren, alles war dunkel. Das passt. Ja, da ist Meister Dillion. Oh, da haben wir wieder was. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillion taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senno explored new paths into the unknown. These bonds to iron and dangled a poisonous serpent over his face. So that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, then so must we. Okay, diesmal waren beide mit inbegriffen. Senua und auch Dude Meister. Ach, ich muss ja fokussieren. Senua, you've got it. Why isn't he here? Dilly's gone safe. He's in the dark. Und da oben ist wieder das Ding. Dicht. Dort auch. Ja, wir müssen vermutlich erstmal vorne das Haupttor öffnen. Ja, lass mich einmal wieder zurück. Ja, vielleicht hat das mit Odins Sohn das zu tun, weil wir hier diesen Kontrast haben. Von Schönheit und ja, hier dieser Düsternis. Tod. Nobody will love her. Can you remember what love feels like? Look what happens to the thing she loves. She destroys the things. Where are you taking him? He's up there. He's up there. How do you get up there? There's a way. There is a way up there. So, da ist wieder eine Treppe. Wir haben sie wieder hergestellt, sehr schön. Da haben wir wieder eine Geschichte. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world: fire, water, iron, stone, earth, wood. Beasts, birds, serpents, poison, sickness, swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Jetzt verstehe ich auch die Geschichte und den Zusammenhang von God of War. Da war ja Baldur am Start und er hat ja auch von seiner Mutter diesen, ja, Fluch, nennen wir es mal, bekommen, dass ihm nichts mehr anhaben kann. Und so geil fand er das jetzt auch nicht. Aber die Geschichte kannte ich zum Beispiel noch gar nicht. Ich hatte immer irgendwie nur diesen Marvel-Thor im Kopf. Baldur ist mir komplett entschwunden. Rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldur, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother, "Is it really true that all things promise to keep him safe?"
I did not ask the mistletoe, Baldur's mother confesses. I thought it was too young. Oh dear. Okay. So, da haben wir wieder drei Runen. Years have passed since she left her father. She trained hard alongside her friend. So, wir düsen erstmal hoch, klappen überall diese Dinger runter. Patterns, shapes. Beziehungsweise vielleicht nicht überall, aber da, wo es möglich ist. Friendship turned to love. But the shadow of darkness never let her go. And she was caught between two worlds. That of Zinbel and her people. Da hinten bei der Brücke. So, wir haben hier ein M. Two realities tearing at her soul. Wasting your time. You have no time for this. Ah, okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir hier schon das eine oder andere lösen können. Ne, die Tür geht von dieser Seite nicht auf. Dann haben wir hier irgendwas? Ne. Ah, sieh mal einer an. Da haben wir... Ah ne, von der anderen Seite, ne? Ja, das Ding ist spiegelverkehrt. Ah, alles klar. Hier können wir jetzt rübergehen. Die Geschichte ziehen wir uns gleich rein. Hier können wir jetzt das Tor öffnen. Ah, sehr schön. Kann auch sein, dass wir dann für die letzte Rune nochmal nach unten müssen. Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Baldur. The blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Huth says, I cannot see where Baldur stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Huth throws the mistletoe at Baldur. It pierces through him, and to everyone's horror, Baldur is killed. And for this, Huth is slain. Ja, eigentlich hat Loki ihn umgebracht. Der alte Trickster. Aber gut. Shame. Die anderen. Da hinten haben wir wieder was. Ja, wir werden jetzt erstmal hier switchen. Da hinten müssen wir auf jeden Fall das Ding runterklappen. In der anderen Welt. Dann wieder zurück switchen. Und dann können wir von der anderen Seite diese Rune auf jeden Fall aktivieren. Ja, die Rätsel sind auch geil. Die sind jetzt nicht allzu schwer. Ein bisschen nachdenken muss man schon. Aber jetzt auch nicht zu viel. Das passt ganz gut. Und vor allen Dingen halten die uns hier auch nicht endlos lange auf. Das ist auch immer ein netter Vorteil. Einmal hier durch. Erst holen wir uns die Rune und dann die Geschichte. Sehr schön. Und dann schauen wir gleich mal, ganz unten noch eine Rune ist. The Northmen tell how the gods mourned Baldur.
His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea, and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Baldur's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Baldur's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, the gods cannot accept his death. Wieso Baldurs Frau? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er noch ein Kind war. Aber okay, gut. Dann hat er halt eine Frau gehabt. So, irgendwo hier haben wir noch den Pfeil. Da haben wir ihn. Das war jetzt Glück im Unglück. Gut, hier hätte ich den jetzt nicht direkt gesehen. Da hätten wir uns eventuell noch sehr lange aufhalten können. Haben wir uns das Ding eigentlich schon angehört? The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at him, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother, komm schon. Is it really true? Oh shit, ist das Ding lang. Dillian! Dillian never much cared for the underworld and looked dimly upon the druids like her father, Zinbal. I guess he took after his father, a chieftain who believed in Upsala, ich hab jetzt vergessen, ob ich nach links oder rechts oder wohin ich gehen muss. Na, ich würde sagen, die Dunkelheit hat sich nicht wirklich ausgebreitet, sondern ist sogar zurückgegangen. Gut, dann auf ein neues. Dillian! Solche Aktionen liegen mir ja natürlich überhaupt nicht. Be very, very careful. Dillian never much cared for the underworld and looked dimly upon the druids like her father, Zinbal. I guess he took after his father, a chieftain who believed nothing he couldn't see, and he happened to be blind. She felt safe in Dillian's arms, learned to see the world through his eyes. Slowly, okay. The darkness that had bound her so tightly began to unravel. You're going to fall, careful. No, she's not. She's not going to fall. She's strong. She's steady. She can do it. You can do it, Zinbal. Die Stimmen machen es aber auch nicht einfacher. Oh, ein Glück. So, dann gehen wir zu deinem Dillian. Und ich will den zweiten Splitter haben. Father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark.
Should we fix them by taking away their sight? Would you give up the beautiful world thing? You, and only you can see, just to be rid of your nightmares? Or is this the price you pay for the gift you have? A gift that makes you so special in my eyes. Just another part of the person I love. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. What if this is pointless? What if you're wrong? Kann das eventuell sein, dass sie ihn umgebracht hat und sich jetzt deswegen Vorwürfe macht? Oh, alles ein bisschen tricky. Oh, mal schauen, was wir jetzt hier für eine Prüfung haben. Strike Northern Lands of Ice. It was so terrible that not the oldest man among us could remember the like. Hundreds died. The sickness took nearly every person younger than 40 and many older. And where dying mothers gave birth, the marks of the plague were on the babes as they came out of the womb. Where are we? I don't like it. This place feels... What is this place? This place feels... It's... creepy. Creepy. It feels wrong. It feels strange. Gut, was wollen Sie jetzt hier von uns? Da hinten ist wieder Dillian. So, haben wir jetzt hier wieder ein Rätsel, das wir durchkommen müssen? Dillian will help me. The stench of rock. She can almost taste it. Do you smell it? No. Hier ist wieder die Dunkelheit, aber solange wir kein Schwert haben, kommt niemand, den wir abschlachten müssen. But the water. She could taste the rot. But no one else could. Ah. She knew something was wrong. Sieh mal eine an, diese Tore kennen wir ja. She begged them to leave, but they just laughed at her. But soon enough, as the bodies piled up, no one was laughing. And they knew that she was not like that. Oh nee, hier brauchen wir gar nicht zusammenzuführen. Get to the house and finish this trial. It doesn't finish until you get to the house. Before he disappears, Senua, you have to get in. Ja, wir müssen wahrscheinlich hier irgendwie... entweder über ein Tor die Brücke wiederherstellen oder wir müssen da oben irgendwie rauf und das dann selber wiederherstellen. Wir können das ja, indem wir fokussieren. Aber zunächst einmal hier durch das Tor. Jupp. Dann durch das Tor, aber vorher hier nochmal die Geschichte. The Northmen speak of a death moon. A light shaped like a half moon that appears inside a house and goes around the walls. I once saw the death moon appear at a farm, and first the shepherd died, then a guest died, and then the farmhands, and then the farmer and six of his men drowned at sea. But that is not the end of it, because the dead return to haunt the living. If you see the death moon, then beware. Because there will be death in that house. Okay, danke für den Hinweis. Und die gruselige Geschichte. So, jetzt
Ja, sehr schön. Stellen wir das wieder her. Laufen hier durch und können dann jetzt hier hoch. Na, ist noch nicht der richtige Winkel. Okay, hat für mich jetzt nicht gepasst, aber egal. Solange die Treppe wieder hergestellt wird. So, und jetzt haben wir den Bums hier zum Haus hinbekommen. War es das schon? Ich würde jetzt sagen, das war recht easy, entspannt und ging auch ziemlich schnell. Im Vergleich zu den letzten beiden Prüfungen. Aber wer weiß, was uns hier gleich noch erwartet. Auf jeden Fall Dunkelheit. So, nochmal hier eben schauen. Gibt es hier irgendwo noch eine Geschichte? Nee. Oh Gott. Hier müssen wir nochmal ein Rätsel lösen. Okay, da kommt jemand, um uns zu holen. Und da sind die Runen. Oh, da kommt das Feuervieh. Runde Nummer 1, sehr schön. Also, wir müssen, glaube ich, nach dem Glühwürmchen Ausschau halten. So, lauf, 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 lauf. So, hier war, da hinten war irgendwo das Glühwürmchen. Eieieiei, das mit der Kette war, glaube ich, nicht so geil. So, der ist direkt hinter uns, dann können wir... Okay. So, fokussieren. Oh, 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 oh. Ah, da ist die Tür. Shano, what happened? They're blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void.
What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are, like I have. You're not a monster. Without you, this darkness has made me a monster. Wie immer eine sehr starke Zwischensequenz. Gut, das Ding war auf jeden Fall kürzer als die letzten beiden. Aber wir haben ja noch eins vor uns. Da hinten haben wir auch schon den letzten Splitter. Dann holen wir uns den mal. Und im Anschluss das Schwert. Und dann können wir uns wieder in Kämpfe stürzen. A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. But the angry dwarves cursed it. It would be the death of a man. Every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrfing. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Okay, dann erzählen wir mal von dem Schwert. Da hinten haben wir irgendwie eine Schmiede oder irgendwas sehen können. Oh, hier haben wir erstmal eine Geschichte, nett. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. To bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. Ja, schön, dass der Dude noch ein bisschen lachen kann. Ah, sieh mal eine an. Rechts ist der Baum. Das ist das, wo wir eben waren. Aber dieses komische Konstrukt auf dem Berg sieht schon irgendwie geil aus. Ist das die Schmiede der Zwerge? Okay, irgendwelche Monster können es ja nicht sein. Wir können ja nicht kämpfen. Aber es scheint wieder Dunkelheit zu sein. Na, kannst du das Ding hier irgendwie entzünden? Okay, hier ist aber alles. Hä? What? How could she find him?
Nee, das Ding können wir hier irgendwie nicht hochziehen. Hier auch nicht. Bin ich hier irgendwo falsch abgebogen? I'll find him. Okay, links und rechts. Links ist es... Na, das ist... Beides ist hell, aber links ist irgendwie ein bisschen heller. Eine Geschichte. Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Hervor, the daughter of a berserker born after he was killed. She is a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword. Okay. Ja, laufen mit der Fackel kann sie nicht. Da rechts können wir, glaube ich, nicht hin. Da hat auf jeden Fall schon eine Fackel gebrannt. Und Zeit für eine Geschichte. Hervor disguises herself as a man to join a band of warriors and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island. And that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Gut, wenn in diesen ganzen dunklen Passagen überall auch diese Geschichten potenziell auftauchen könnten, kann es natürlich gut sein, dass ich in der Vergangenheit schon das eine oder andere übersehen habe. Okay, ich glaube, hier sind wir richtig, weil er gebölkt hat. Okay. Ja, entspannt euch mal. So langsam gehen die Stimmen. Also hier kommen auf jeden Fall Stimmen her. Okay, da sind die Stimmen am lautesten. Okay, das passt auch.
Ja, ich glaube, hier rechts ist es lauter. Ne, das Ding kann ich nicht anfackeln. Okay. Ah doch, hier geht's lang. Okay, mal schauen, was das jetzt hier für ein Dude ist. Hier sind irgendwelche Stimmen, aber die klingen nicht gut. Und das Licht sieht auch nicht gut aus. I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through. No, Dad, it's me. I think I can beat it in my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. The chief had some. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal? Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, no. They will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come, Senua. I am leaving! You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands! Ja, was soll ich sagen? Wieder eine sehr geile Sequenz. Und es hat den Anschein, als wenn sie ihre Vergangenheit durchlebt und abgesehen von ihrem Dillion alles Assis waren, selbst ihre Eltern. Gut, dann holen wir uns erstmal das Schwert. So Dillion was helping me. And the sword will lead me to him. Like when we first met. Dillion gave her the strength to pass the warrior trials. And she saw a way out. To leave her past behind. And become a warrior. In Dillion's clan. The sword is tainted by the gods of darkness. Leave it. No. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. But years later, with Zinbal's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. Plague. Tell you. Everyone suffered. My father was not supposed to die like this.
Senua. The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us! You have blood on your hands! Ja, das hat er doch nicht gesagt, weil bislang hat er doch immer zu ihr gestanden. Und sehr schön, wie das blau leuchtet. Und hat ja quasi alles getan, um sie aus der Dunkelheit zu ziehen. Na, ja, komm her. Ah, okay, wir müssen perfekt parieren, um ihn... Oh. Ja, sehr schön. Ist das Ding jetzt auch noch stärker? Ja, scheint irgendwie so. A sea of corpses. The corpse waved through itself over the ones I loved. Ja, ist das jetzt hier der Höllenschlund oder wie? Their memorial stone a secret. Come not here in the sun. Come not with a sword. Ich würde schon sagen, wir haben nichts für den Fährmann, aber das ist ja eine andere Mythologie. Come not with disturbed mind. So, rechts geht es nicht lang. Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Oh, falscher Knopf zum Parieren. Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? Behind you! They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward, because you bowed from your curse instead of facing. Oh shit, 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 shit. Ich wollte gerade ausweichen. Na ja, komm, steh auf, steh auf. Okay, zu spät, wir sind tot. Aber wirklich viele Treffer habe ich doch gar nicht kassiert. 2 oder 3? Oh, jetzt ist die Seuche aber deutlich größer geworden. Gut, hier links geht's als nächstes weiter. Ah, scheiße, schon wieder falschen Knack gedrückt zum Blocken. Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Komm hoch, 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 hoch. Okay, sie ist zu langsam. Sehr schön. So, sie wird wieder ein bisschen fresh. So, weg mit dir. Ja, nice. Wieder ein Schildträger. So, Dude Meister, komm her hier. So, den müssen wir hier erstmal finishen, genau. Genau, immer schön nach rechts ausweichen, dann sofort Gegenangriff setzen. Dann platzieren wir zumindest einen Angriff. Aber nur wenn wir langsam angreifen, schnell. Ach, nur wenn wir schnell angreifen. Für langsam sind wir zu langsam. Ich habe gar nicht mitgezählt, wie oft wir diesen Bums machen müssen. Denn wir können ja auch die Zeit noch ein bisschen verlangsamen. Oh, der war gut.
Oh, schwerer Angriff. Sehr schön. Sehr schön. Also zweimal ausweichen, dann können wir sogar noch einen schweren Angriff platzieren. Weg. 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 Ah, ich habe es nicht gesagt, aber ich bin weg. Oh, da bin ich nicht weg. Na, ich bin doch ausgewichen. Noch einmal die Zeit anhalten, sehr schön. Dann kann sie sich auch wieder ein bisschen regenerieren. What the? Okay, schon wieder falschen Knopf zum Blocken gedrückt. Oh. Oh, das war knapp. So, der ist gefinished. Perfekt pariert. So, jetzt. Weg mit dir. Sehr schön. Wunderbar. Ich nehme mal an, wir müssen noch ein paar Mal öfter kämpfen, deswegen habe ich da jetzt auch ein bisschen von dem Fokus rausgeballert. Ja, da geht's nicht lang. She calls for you, Senua. Go to her. Answer her pitiful call. Jetzt sehe ich das erst. Der Fluss hier ist komplett aus Blut. Oh, ich wollte schon sagen, da vorne kommt schon ein Boss, aber nein, das sind diese komischen Körper, die am Rand sind. Der eine ist halt ein bisschen größer als die anderen. Okay, geradeaus geht's weiter. Wow. She's calling for you. Why don't you join her? What the f... Kann ich hier nicht ausweichen oder wie? Okay, wir müssen hier parieren. Und down ist er. Oh, nee, der hat sich unsichtbar gemacht. Aber nicht mit uns. Ja, die Schatten werden aber mehr und gnadenloser. Erstmal den weg. Was? Wow, okay, jetzt kommt irgendwie ein paar zu viel. Die
dürfen nicht hinter mir sein. Okay, wir mussten fokussieren. What the... Oh, das war knapp. Wo kommt denn der schon wieder her? Bisschen Zeit, uns zu regenerieren. Oh, ist den Schatten geholt. Oh, und da kommt wieder so ein Axtmörder an. Schlachte ihn ab und regeneriere dich in der Zwischenzeit. Oh. Sehr schön. So, zum Schluss finden wir nochmal schon wunderbar heraus, wie wir gegen den Schilddude antreten können. Drauf. Sehr schön. Gut, ich glaube, da geht's weiter. Ach, da sind noch... Okay, irgendwie hat sie sich in den Texturen verheddert. Komm, steh auf. Der ist down. Der ist auch down. Oh, Leute. Wie viel wollt ihr noch schicken? Wow. Schon. So, der eine ist down. Wunderschön. Ach, was soll's. Weg ist er. Oh, Gottes Willen. Why do
still fight on? Ja, gute Frage, wieso kämpfen wir noch? So, ich glaube, den Fokus, das Verlangsamen, sollte ich mir für den Dude aufbewahren. Inflationär das Zeug zu verwenden, ist, glaube ich, nicht so geil. Oh Mann, weiter geht's. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Do you think he'd thank you for what you have done to him, to his friends, to his father? So, weg mit dir. Oh, zu langsam. Lieber ein bisschen früher parieren als zu spät. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Ich glaube, ah, da geht's hoch. Wir haben uns so viel gedreht und gegen so viele gekämpft, komplett die Orientierung verloren. So, die Zeit läuft uns auch langsam davon, aber ich hoffe mal, dass dieser Albtraum hier gleich vorbei ist. Und dann haben wir einen wunderschönen Abschluss für diese Passage. Ja, passt perfekt für einen Sonntag, oder? Oh Gott, das sieht alles ein bisschen krank aus. Aber gut. I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, Mother? I want to be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Darkness come between us. The hardest battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. She gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help. A little
Wunderbar, wir haben den Passus hier geschafft. Laufen nochmal eben gemeinsam zurück zum Tor. Das Tor öffnen wir zumindest nochmal, damit wir dann beim nächsten Mal direkt am Tor weitermachen können. Es geht in den Berg hinein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir langsam in Richtung Hölle gehen. Laut dem Game Pass braucht man hier so ungefähr 6 Stunden. Das heißt, beim nächsten Mal oder nächstes Wochenende sind wir dann im Endgame und kämpfen uns in der Hölle zu Hela, um sie dann quasi zu zwingen, unseren geliebten Dylan die Seele zurückzugeben. Oder dem Körper wieder Leben als... Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Aber wie gedacht, war Dylan nicht derjenige, der sie verantwortlich gemacht hat für den Tod seines Vaters. Sie hat sich das leider nur eingebildet. Ja, nicht leider eingebildet, aber ja, durch ihre Problemchen, die sie so mit sich trägt, hat sie sich das selber eingeredet und deswegen leider. Ist halt so gesehen eine kaputte Frau, aber sie macht weiter. Und übersteht alle Probleme, die ihr so quasi in den Weg gestellt werden. Schade, dass in heutigen Film und Literatur nicht solche Personen abgebildet werden, sondern eher das krasse Gegenteil. Leute, die übermächtig, überstark sind, nie Probleme haben. Hier haben wir das komplette Gegenteil und es fesselt mich mehr als unsere komplette Filmlandschaft, die wir so heutzutage haben. Aber gut, genug gequatscht. Hier nochmal eben die letzte Geschichte für heute. Of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rayan. But Rayan does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rayan's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rayan's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature, a dragon. Gut, den Drachen Fafnir kenne ich. Aber gut, wir sind... Ah, okay, ich glaube, wir sind wirklich hier in der Höhle in der Hölle angekommen, nicht in der Höhle. Denn wir haben da so ein paar nicht ganz so frische Leute, die in Käfigen hocken. Und das sieht jetzt nicht wirklich einladend aus. Aber beim nächsten Mal werden wir uns hier mal durch die Hölle kämpfen und schauen, was uns hier so alles noch erwartet.